Es geht weiter mit der Abenteurergilde in der großen Stadt. Als wir dieses Haus hier gebaut haben, habe ich gesagt, das richte ich erst ein, wenn ich einen Streitkolben habe, damit wir den hier fett ausstellen können. Ich habe hier inzwischen 7. Den ultimativ verzauberten Streitkolben, den behalte ich erstmal so im Inventar und in der Ender-Chest, um damit ordentlich zu kloppen. Also haben wir noch 6 zum Ausstellen übrig. Also heute bauen wir eine schicke Gildenhalle in der Abenteurer-Gilde in der großen Stadt im Seahorse Empire in Minecraft 1.21. Willkommen zurück, ihr lieben Menschen und Seepferdchen. Like und Abo nicht vergessen. Also das Gebäude hier ist ja ganz hübsch und so, ne? Nur wirklich hier drin ist so absolut gar nichts. Hier ist leer, das muss nicht mehr leer sein, das muss anti-leer sein, das muss gefüllt werden. Ich habe ja auch schon hier so ein bisschen was dabei an Zeug, aber ich will da auch ordentlich dick mit Kupfer arbeiten. Hauptsächlich das komplett unoxidierte und hier dürfte tatsächlich noch ein kleiner Vorrat drin sein. Also das ist mit Sicherheit absolut genug für heute. Aber ich denke, einfach um den Vorrat ein bisschen aufzustocken, stelle ich mich hier einfach nochmal ein bisschen in unsere etwas übertrieben große Kupferfarm. So können wir den Kupfervorrat einfach immer weiter vergrößern. Und wenn ich mal wirklich viel Kupfer brauche, dann ist es da. Und dann würde ich sagen, können wir hier drin eigentlich auch gleich mal loslegen. Und loslegen tun wir einfach mal mit einem Boden. Und der wird aus Steinziegeln im Wesentlichen sein. Ich könnte hier komplett mit den Stufen arbeiten, wäre ein bisschen sparsamer, aber irgendwo, ja, Steinziegel sind jetzt nicht so teuer, ne? Also das kann ich mir leisten, da ein bisschen Verschwendung drin zu haben. Und ich lasse hier diese Lücken zu den Wänden, weil die Wände hier, alle Wände werden 2 Blöcke dick sein. Also wir werden hier quasi noch eine Innenwand ziehen. Nimmt uns ein bisschen weniger Platz, aber ja, dann haben wir die Wände hier drin ein bisschen schicker und nicht so, wie sie hier sind, ne? Ein Stückchen hier weiter drin, ne, gehen wir dann nochmal insgesamt einen Block nach oben, würde ich sagen. Also dann hier auf dieser Höhe. Dadurch haben wir hier hinterm Eingang einfach so einen schönen Effekt. Wir kommen hier rein, wir gehen hier beim Reingehen natürlich erstmal einen Schritt hoch, aber hier geht es dann nochmal einen Schritt höher. Das fördert ein bisschen diesen Halleneffekt. Das hier soll, wie gesagt, so eine Halle sein, so eine große Gildenhalle. Nee, groß, wir haben hier nicht so irrsinnig viel Platz, aber wir machen aus dem Platz, was wir aus dem Platz machen können. Und für die Wände machen wir hier hinten erstmal diese Stelle quasi als Muster. Da packe ich unten hier die gemeißelten Kupferblöcke hin. Da drüber dann 2 Blöcke von den Mangrovenstämmen, die nicht entrindeten. Nochmal so eine Reihe gemeißelte Kupferblöcke und nochmal 2 Reihen hiervon. Und ich meine, diese Blöcke müssen wir ziemlich sicher, genau, die können wir problemlos entfernen. Und über den Mangrovenstämmen können dann noch einmal diese gemeißelten Kupferblöcke. Da drüber muss auch noch was, aber erstmal bis zu dieser Höhe können wir das hier so ganz gut durchziehen, denke ich. Es kann also auch hier so lang. Bei den Fenstern hier müssen wir ein bisschen was anderes machen. Beziehungsweise gar nicht so sehr. Wir können das hier erstmal nochmal ein Stückchen so hochziehen. Wir müssen halt gucken, dass wir diese Fenster hier ein bisschen hervorheben. Sonst sind die hier so flach in der Mauer, ne? Da habe ich aber auch schon eine schöne Idee. Wir packen hier vor nochmal gemeißelte Kupferblöcke. Da können wir dann hinterher irgendwie Armor Stands oder so schick draufstellen. Und hier würde ich so ein paar Falltüren hinpacken, um die Wand nochmal ein bisschen schicker zu machen. Hier unten auch nochmal, um das schön einzurahmen. Hier oben können dann auch nochmal die Kupferblöcke rauskommen. Und hier zwischen auch nochmal Falltüren. Die machen wir aber, denke ich, doppelt. Also hier dann nochmal eine Reihe Falltüren. So kommt das Ganze, denke ich, ganz gut hier raus. Diese Blöcke haben da jetzt natürlich so ein abruptes Ende. Das muss nicht unbedingt sein. Hier können wir einfach nochmal Treppen draufsetzen. Und hier drüber ziehen wir einfach diese Wand, so wie sie hier ist, nochmal weiter drüber hoch. Hier drüber kann die normal weitergehen. Wir können die Wand hier in dieser Ecke auch einfach erstmal so weiterziehen. Da müssen wir mal gucken, dass ich die Stämme hier... Da hüpfe ich vielleicht mal runter und bringe die Stämme hier so an. Wow. Also so, dass die alle richtig ausgerichtet sind. Ich könnte hier natürlich auch Blöcke zwischenpacken. Das wäre wahrscheinlich klüger gewesen und einfacher, aber... Naja, jetzt bin ich hier unten, ne? Und das können wir dann auch erstmal zumindest bis zu dieser Kupferreihe hochziehen.
Hier drüber haben wir dann noch diese großen Fenster. Da müssen wir gleich auch nochmal mitarbeiten. Aber wir können dann hier auf dieser Seite auch erstmal dasselbe machen. Und ich guck mal, ich mache mir mal irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Blöcke. Dann können wir hier ein paar Blöcke platzieren. Die wird man hinterher nicht sehen, die sind völlig egal. Dann können wir das hier so auch nochmal hier langziehen. Hier in der Ecke, die hätte ich hier offen gelassen. Aber ich glaube, das gibt hier dann auch eine komische Kante. Darum packe ich hier dann auch nochmal so eine richtige Ecke hin in die Wand. Habe ich auf der Seite auch gemacht. Das kommt hier, glaube ich, einfach besser. Und ja, hier auf dieser Seite hätte ich dann gerne so ein bisschen Wechsel in dieser Wand. Also wir haben da diese wunderschönen, schicken Dinger. Und hier hätte ich gern irgendwie sowas Tuffartiges. Allerdings können wir das hier auch erstmal nochmal ruhig bis hier ziehen. Bis hier ist das gar kein Problem. Und das hier hinter, das sparen wir aus. Das ist dann quasi ein Fake-Fenster oder so. Da ist irgendein Bereich, den wir nicht wirklich betreten werden. Das ist okay. Und hier machen wir dann einfach so eine Tuffwand. Die ziehen wir hier mal bis an dieses Ende. Mit dem Ende habe ich noch was anderes Schönes vor. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal gucke ich jetzt, dass ich diese Wand hier hochziehe. Und auf dieser Seite machen wir im Grunde erstmal dasselbe. Und ja, ich denke, wir können hier tatsächlich in den Turm so rein und dann so diese Wand hier setzen. Ja, das ist, glaube ich, gut. Hier gucke ich immer bei solchen Wänden, dass die auch wirklich zwischen den Fenstern weitergeht. Sonst haben wir da so komische Lücken. Also durch diese Kupfergitter. Das hier, das wird hier dann wirklich so flach dran liegen. Aber das ist okay. Mit dieser Ecke habe ich was nicht ganz so Auffälliges vor. Und zwar will ich in diese Ecke hier so ein kleines, mini, enges, verwinkeltes Treppenhaus bringen. Wir müssen mal gucken. Das wird hier dann tatsächlich nicht so super angenehm zu gehen sein, aber wir werden hier langkommen. Ich glaube, das kann ich auch ein Stück höher ziehen. Und hier kommen wir dann quasi nochmal ein Stockwerk höher. Ich glaube, das hier oben ist dann auch eine gute Höhe. Aber bevor wir da oben jetzt was bauen, will ich erstmal hier dieses hässliche Treppenhaus so ein bisschen verkleiden. Und das machen wir relativ stumpf. Einfach mit Schwarzeichenholz-Falltüren. Oh, und hier haben wir so eine komische Ecke. Da mache ich ein kleines Geheimnis rein. Und wenn man dann hier reinkommt, kann man hier nochmal reinschleichen. Und hier hat man dann ein Geheimfach, wo nichts drin ist. Aber das ist egal. Das ist ein Geheimfach. Das ist die Hauptsache. Hier hinten habe ich gesagt, will ich noch ein bisschen was Spezielleres haben. Und da denke ich an sowas. Ah ja, Schrein ist das falsche Wort. Also hier wird nicht irgendwas ausgestellt sein oder so. Aber es wird ein bisschen speziellere Ecke. Vielleicht schon so ein Ort zum Beten oder so, wo die ihre Abenteuergötter anbeten. Keine Ahnung, ich wollte hier einfach so ein bisschen, so eine bisschen schickere Stelle haben. Also quasi schon so eine Art Schrein oder so. Und diese Kupferleuchten hier, die werden übrigens definitiv nicht angeschaltet. Ich mag nur auch einfach das Muster, das die haben. Gerade neben den Gemeißelten sind die ein bisschen extremer einfach. Das finde ich schönes Muster und so. Und dazwischen dieses entrindete Mangrovenholz, also die Stammtextur, die finde ich auch ganz schön. Ich glaube, die kann man hier gut reinmachen. Den würde ich jetzt vielleicht als nächstes, als wichtigstes erstmal hier die Wände nochmal ein bisschen hochziehen. Dafür können wir das hier erstmal tatsächlich nochmal so ein Segment hier höher machen, denke ich, zumindest bis hierhin. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie wir die Fenster verkleiden. Dasselbe kann ich auch auf dieser Seite ruhig schon mal machen. Zumindest hier bis hierhin. Denn diese Fenster, die werden wir wahrscheinlich auch verstecken, denke ich. Da oben, wenn man hier quasi die Treppe raufkommt, hätte ich gern tatsächlich gar nichts Abgeschlossenes. Ich dachte da eher an so einen offenen Gang mit dem Geländer nach hier. So einen offenen Gang da lang bis zu der Tür, die führt draußen auf diese Chill-Terrasse. Und vielleicht noch einen Gang nach da. Da haben wir nämlich auch noch dieses ausladende Ding mit den drei Fenstern. Da kann man auch noch was machen. Das wird dann ein bisschen abgeschlossenerer Raum. Also im Grunde ein offener Gang hier lang und eine Brücke hier rüber. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir eine Decke reinziehen. Was ich mit den Fenstern mache, die will ich auch noch. Die können wir auch noch, glaube ich, sichtbar machen von innen. Gut, das ist jetzt der Plan. Ich tüftel hier jetzt mal und ihr seht so ein schönes Zeitraffer-Replay-Timelapse-Ding. Viel Spaß! Ja, geht los. Action.
den Eingang hier, da müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Ne? So ist klar, das sind nur jetzt die Überreste vom alten Eingang noch. Aber gucken wir erstmal rein hier. Ja, im Grunde beschrieben habe ich schon alles mehr oder weniger. Wir können jetzt hier diese Treppe hochgehen. Die ist, wie gesagt, nicht so angenehm zu gehen, aber das ist halt so. Dann haben wir hier oben noch diesen kleinen Fußweg. Hier müssen wir auch noch eine richtige Tür reinmachen, dass wir dann da rauskommen irgendwie. Und sonst haben wir hier noch eine schöne Ecke. Und so, das ist der Grundausbau. Ist jetzt natürlich ein bisschen leer hier drin. Darum würde ich sagen, packen wir hier erstmal so einen fetten Tisch in der Mitte. Dafür gucke ich mal, dass wir hier einfach ein Stück von der Wand weg sind. Setz eine Treppe so, setz eine Stufe, setz nochmal eine Treppe und das Ganze nochmal spiegelverkehrt. Dann hätten wir das hier, das kann auch noch weg. Und das ist ein super toller Tisch, ne? Das ist, nein, natürlich kein super toller Tisch, aber hier machen wir dann einfach nochmal Falltüren drumherum, die kann weg. Und dann haben wir hier im Grunde so eine schöne, etwas größere Tafel erstmal. Und dann können wir noch ein paar Stühle drumherum machen. Hier ans Ende vielleicht so ein. Und da packe ich jetzt hier noch einfach mal eine Falltür so drauf und dann so und so eine Falltür. Der könnte noch Armlehnen dran, ne? Dafür habe ich jetzt fix nochmal ein paar Schilder gecraftet. Die können wir hier so an den Rand tun. Dann haben wir hier so schöne, fette, edle Sessel. Und dasselbe können wir hier an dieses Kopfende der Tafel machen, denke ich. Und dann können wir hier an die Seiten noch so Stühle packen. Auch so dicke. Aber die machen wir hier aus Tropenholz. Die sollen ein bisschen sich abheben. Also das hier sind quasi die edlen Bossstühle oder so. Und das hier, das sind dann die Stühle oder auch, das werden auch so dicke Stühle mit so schönen Rückenlehnen und Armlehnen und so. Aber die sind dann halt, keine Ahnung, ein bisschen anderes Material, nicht ganz so edel. Was weiß ich, die sind hier dann aus Tropenholz. Jetzt würde ich denen hier gerne noch was zu essen hinpacken. Da habe ich eine schöne Idee. Ich platziere hier jetzt erstmal so ein paar Item-Frames an jedem Platz. Und dann können wir denen da irgendwie was zu essen reinlegen. Ich habe hier jetzt einfach mal so vier verschiedene Sachen dabei, keine Ahnung. Und dann nehme ich mir hier die Grobwägeplatten, also die Eisenwägeplatten. Die können wir dann hier markieren. Ah, da darf ich nicht drüber laufen. wenn ich da drüber laufe, sind halt die Druckplatten oder die Wägeplatten gleich wieder weg. Aber ich finde, die Dinger, die sehen doch so ein bisschen nach Teller aus, ne? Wir haben hier leider die Texturränder durchglitschen von den Rahmen. Ja, und dann tue ich hier einfach nochmal irgendwie so ein paar Kerzen hin, zünde die an und dann ist der Tisch auch beleuchtet. Wir können jetzt hier für ein bisschen andere Deko sorgen. Zum Beispiel hier einfach erstmal so ein paar Blitzableiter und auch nochmal so ein paar Kerzen hier drauf. Ansonsten können wir hier in die Ecken einfach so Pötte packen. Und ganz stumpf ein bisschen Laub drüber. Ich nehme hier mal Grovenlaub, das hat so dicke Blätter. Dann haben wir hier so, ja, so Zimmerpflanzen, so Büsche aufgestellt. Und dann habe ich noch eine schöne Idee für die Beleuchtung. Dafür muss ich erstmal Blöcke hinpacken. Und da können wir dann Kerzen drauf platzieren. Und ich will hier nicht nur Rot benutzen, darum nehme ich jetzt mal ein bisschen Pink und Magenta. Sobald die Kerzen da sind, können wir das hier einfach wieder wegmachen. Die Blöcke hier brauchen wir nur zum Platzieren. Und dann könnten wir Hebel nehmen. Ich habe hier, genau hier habe ich Hebel. Und die hier so hinplatzieren. Dann haben wir quasi nochmal so schöne Kerzenhalter in der Wand. Sitzt nicht überall perfekt, ne? Das ist mir klar. Sind so kleine, ja, Unperfektheiten. Hatten wir hier bei den Blitzableitern übrigens auch so, dass teilweise die Kerzen so ein minimales Stück drüber ragen. Aber das ist was, damit kann ich leben. An sich ist das Design, glaube ich, ganz gut. Und das können wir auch hier so noch ein paar Stellen machen. Ja, und ich denke, an dieser Wand können wir das auch gut machen. Dann zum Beispiel hier, vielleicht nochmal hier eine und hier eine. Ich denke, hier würde ich tatsächlich noch die Dark Oak Falltüren hier ein bisschen nach oben ziehen. Dann haben wir das ein bisschen dichter und hier auch ruhig dasselbe. Und dann verteile ich hier und da vielleicht noch so ein paar Pötte. Hier in die Ecke kann zum Beispiel nochmal Laub drauf und auf so ein paar können wir auch noch Blumenpötte stellen und dann zum Beispiel so Azaleen rein oder Tropenbaumsetzlinge. Das sind dann immer so
nette Kleinigkeiten. So ein paar davon lasse ich vielleicht wirklich einfach so. Das sind dann tatsächlich Krüge, die hier in der Ecke stehen. Hier bei diesem schreinartigen Ding habe ich jetzt auch nochmal zwei rote Kernchen aufgestellt auf jeder Seite. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich will hier gleich noch einen fetten Kronleuchter haben, aber vielleicht gucken wir erstmal nach oben, was wir hier tun können. Da würde ich als erstes mal hier diesen Eingang so ein bisschen aufmachen. Oh, hier ist Boden hier dicht und die Wand, Treppen und dann einfach ganz stumpf hier irgendwie so zwei Türen hin. Der sieht von außen noch ganz gut aus, denke ich. Und von innen kann man auch machen, ja. Wenn wir dann jetzt hier die Treppe raufkommen, habe ich hier nochmal eine Schwarzeichenholztür reingesetzt und ja, nochmal so ein Pott da auch mal so einstehen und einfach noch ein paar Kerzen und so. Ich denke, die Fackeln sind jetzt überflüssig. Hier kommen Armor Stanzin, habe ich schon gesagt. Da machen wir gleich auch noch was mit Feines, aber erstmal will ich mich nicht um die kümmern. Ich will hier jetzt noch hier irgendwie so ein paar Kronleuchter haben. Zum einen kleineren hier über dem Tisch und einen größeren ganz oben, denke ich. Da können wir uns auch, glaube ich, wirklich ganz gut an den hier orientieren, die wir hier haben in unserem Beacon-Tempel. Die sind, ja, ich weiß nicht, ob ich da 1:1 so reinbringe, aber die sind eigentlich ein ganz gutes Design. So was Ähnliches bastel ich da jetzt auch in die Abenteurer-Gilde. Der Kronleuchter hier oben ist soweit fertig und ganz gut, denke ich. Da unten haben wir ein kleines Problem. Der kann nicht so tief hängen oder so, also tiefer als so geht nicht. Und ich hätte dann hier quasi neben dem Beacon gerne die Ambi platziert und direkt darunter die Laternen. Problem dabei ist, ich kann natürlich den Ambi nicht in der Luft platzieren. Der würde sofort runterfallen. Da sehen wir es und da macht er auch eine Eisendruckplatte kaputt. Ich kann die gleich auch mal alle wegmachen. Ich muss die gleich sowieso neu platzieren wahrscheinlich. Ja, also den können wir so nicht platzieren, ohne dass die Laternen schon da sind. Die Laternen können wir nicht platzieren, ohne dass die Ambi schon da sind, weil die sollen da drunten dranhängen, ne? Darum machen wir hier einen kleinen Trick. Ich platziere hier, Slimeblöcke. Die können wir instant mit der Hand abbauen, ne? Darum geht's. Wir könnten auch einen anderen Block nehmen. Hauptsache, wir kriegen den instant abgebaut. Ich nehme da halt immer Slime. Dann kann ich hier die Ambi auf den Slime platzieren. Und im Creative-Modus, kennt ihr vielleicht, man kann links und rechts gleich machen, um so einen Block in der Luft zu ersetzen quasi. Und wenn ich den Block jetzt ersetzen würde oder einen anderen Block platzieren wollen würde. So, das ist ein Trick aus dem Creative. Der funktioniert aber auch im Survival. Es geht nämlich nur darum, dass man diesen Block mit einem Klick abbaut. So. Das heißt, wir können das hier auch mit der Laterne machen. So. Da war ich zu langsam. Okay, die muss ich gleich neu machen. Aber hier. So. Und hier. So. Also einfach links und rechts Klick gleichzeitig platzieren. Funktioniert, wie gesagt, solange ich diesen Block, der hier ist, instant abbauen kann mit einem Klick. Gut, die Fackeln hier, die habe ich auch mal weggemacht. Das ist jetzt hier ein schönes Licht, finde ich. Also es soll nicht taghell sein hier drin, ne? Besonders nachts nicht oder so. Es soll nicht so hell sein wie hier draußen. Das ist gut, wenn gerade so ein mittelalterliches, so ein mittelalterlicher Innenraum, wenn der ein bisschen dunkler ist als draußen. Wir können jetzt mal hier unten uns darum kümmern, die Maces zu präsentieren. Und dafür möchte ich diese Armor Stance nutzen. Den verpasse ich dann erstmal eine einfache Eisenrüstung. Ich denke, dabei können wir es auch fast belassen. Vielleicht packen wir da noch einen Trim drauf. Mal schauen. Aber jetzt ist die Sache. Erstens muss ich den natürlich so ein Mace in die Hand geben und ich will ihn ein bisschen pulsieren lassen. Das ist beides so jetzt erstmal nicht möglich. Wir haben in Java die tolle Möglichkeit, die richtig einzigartig mit Befehlen und so positionieren zu lassen. Aber das sind Befehle, die habe ich nicht zur Verfügung, wenn ich hier Befehle ausgeschaltet habe, Cheats ausgeschaltet habe und so weiter. Es gibt aber jede Menge tolle, tolle Datapacks und Mods und so, die einem diese Möglichkeit wieder eröffnen. Ich denke, das ist im Grunde, ja, kann man fast als Vanilla bezeichnen und geht auch nicht. Ja, gibt mir jetzt nicht so krasse Game-Möglichkeiten, dass ich da Probleme mit hätte, das zu benutzen. Ich werde es nicht zu krass in dieser Welt benutzen, aber hier möchte ich es halt gerne benutzen. Und ich habe mich hier für einen kleinen Mod entschieden, der ist von Petbox. Ja, ich kann hier dann einfach mit dem Flint draufklicken. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den ein bisschen zu bearbeiten. Wir müssen den erstmal Arme geben. Show Arms. So, jetzt hat er das Ding in der Hand. Und jetzt kann ich hier mit dem Ding ein bisschen die Pose anpassen. Ich bastle hier dann jetzt einfach mal ein bisschen mit rum. Und dann
gucken wir mal, mit was ich bei rumkomme. Ja, und das ist, denke ich, ganz okay soweit jetzt. Ich will nicht zu krass werden. Also das soll jetzt keine episch krasse Pose sein. Ich will den einfach ein bisschen posieren lassen. Und das hat er hier. Und jetzt können wir noch was Feines machen. Ich kann den kopieren. Ich habe sie jetzt mal so gemacht. Also die äußeren Beine zeigen ein bisschen nach innen. So, die gucken quasi alle hier ein bisschen nach vorne und so zu einem Fleck oder so. Ich glaube, die sind ganz gut, so wie sie da jetzt positioniert sind. Und ich glaube, auch die normale Eisenrüstung gefällt mir hier ganz gut. Wüsste ich nicht, was wir da mit dem Trim noch verbessern sollten. Und dann habe ich noch eine andere kleine Spielerei, die von mir persönlich stammt. Ein kleines Starterpack, an dem ich arbeite. Das gibt es auch schon für Kanalmitglieder auf dem COC Scout zu downloaden. Im entsprechenden Downloads-Bereich für die Kanalmitglieder. Ja, dafür brauchen wir eine Schere und einen Pinsel. Das Ganze ist noch in einer Testphase oder in einer Demo, sag ich mal. Hat jetzt keine großen Bugs, aber ist noch nicht fertig. Jedenfalls, wenn ich hier ein Item in den Rahmen lege und mit einer Schere rechtsklick mache, kann ich den Rahmen unsichtbar machen. So eine relativ Standardfunktion. Ich kann aber noch was machen. Ich kann mit dem Pinsel draufklicken. Und dann bin ich in diesem Menü. Und dann kann ich das Ding hier erstmal größer machen. Ja, Modus Größe. Also ich kann die Größe anpassen. Ich halte hier einfach rechtsklick gedrückt. Ich kann es auch wieder kleiner machen und so, ne? Und Position. Ich kann es auch relativ machen. Das ist dann immer aus meiner Sichtweite. Ich bleibe aber mal bei der absoluten. Und bringe das erstmal ein Stück rauf. Wir können da oben jetzt die Maces platzieren. Hier quasi als eingangsepisches Ding. Tolle Beschreibung. Ich kann aber auch, wisst ihr was, ich mache das hier nochmal weg. Dann kriege ich die beiden Sachen wieder. Wir könnten den Rahmen tatsächlich gleich hier oben platzieren. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Wir können uns nur überlegen, ich würde, denke ich, so ein Maze hier von der Mitte zwei nach außen zeigen lassen am ehesten. Ich packe, nicht dahin. Da einfach mal so einen Rahmen mit dem Streitkolben rein. Ich muss nur drankommen. Und jetzt können wir den erstmal vergrößern. Dann können wir den auch drehen. Da müssen wir auf die Achse achten. Genau, das ist nämlich die falsche. Ist das die richtige? Ja, die Y-Achse. Können wir den hier so einfach drehen. Ich will den aber tatsächlich, denke ich, so haben, dass er dann quasi nach hier zeigt. Und dann verschieben wir den mal. Das ist doch gut. Wir können den ein bisschen in der Wand stecken lassen, ruhig hier, sagen wir. So. Und dann nochmal nach oben ein bisschen. Oh, das ist, gefällt mir gerade tatsächlich nicht so. Wie wäre es, wenn er da drin steckt und dann nach innen zeigt? Zu solchen Datapacks hier will ich übrigens auch unbedingt eure Meinung hören, ne? Also ob ich sowas hier in der Welt benutzen soll, mehr oder weniger. Heute benutze ich es einfach erstmal hier so ein bisschen, ne? Aber ich habe jetzt keine großen Pläne, das viel oder ganz viel zu benutzen. So, ich glaube, das ist eine gute Position. Ja, und ich denke, wenn wir das jetzt auf der anderen Seite nochmal spiegeln, dann kann man zumindest ausprobieren. Ich möchte hier jetzt einfach mal mit rumspielen, ne? Wie gesagt, lasst mich auf jeden Fall wissen, wie euch sowas hier gefällt. Also ob ich davon mehr reinmachen soll. Ja, ich glaube, das ist doch ganz nett hier vorne. Einfach als kleines Detail hier. So sind so zwei dicke Maces über der Abenteurergilde. Und hier drin sind dann halt noch die auf den Armor-Stands ausgestellt und so weiter. Wir könnten hier drin noch ein bisschen Deko machen, auch mit diesen Frames. Aber damit warte ich erstmal auf euer Feedback, ob wir sowas hier überhaupt weiter benutzen sollen in der Welt. Also das hier bleibt jetzt erstmal und die Dinge da oben, die bleiben auch erstmal, denke ich. Hier die Eingangstür würde ich noch gern so ein bisschen schicker machen, sag ich mal. Darum würde ich da einfach mal noch eine Falltür an die Decke packen. Das Ding hätte jetzt wahrscheinlich nicht weggesollt. Hier würde ich dann nochmal irgendwie Treppen. Ich glaube, so kommen wir gut bei rum. Und hier dann einfach Falltüren bis zum Boden. Und dann könnten wir hier noch ein bisschen die Wände ja ein bisschen mehr verschickern, sag ich mal. Dafür müssen wir nochmal kurz ins Lager. Und wir machen jetzt ein wunderschönes Banner für die Heldengilde. Dafür brauche ich erstmal ein bisschen Wolle. Und zwar die rote. Wir haben hier sogar noch rote Banner. Die werden wir nämlich benutzen.
Und ich würde hier ganz gerne das Windstoßer-Banner-Pattern aus den Trial Chambers drauf tun, weil es hier gerade irgendwie passt. Das haben wir hier, genau. Dann brauchen wir noch Farbstoff. Und zwar gelb und rot. Und jetzt können wir mal das machen, was ich vorhab. Ich habe nämlich da schon, ich habe den Plan. So, ich habe den Plan. Wir müssen nur einen machen, den können wir kopieren. So, gelber Farbstoff und zwar das Ding hier, das ist das außenrum gekrüsselte. Dann roter Farbstoff, die Ziegel, dann haben wir dieses wunderschöne Ding hier. Und dann wieder gelber Farbstoff, den Windstoßer drauf. Und dann haben wir das hier. Und ich finde, das ist eigentlich, das ist super einfach, aber ich finde, das ist so ziemlich genau das, was ich will. Und ich meine, das müssen wir jetzt einfach in der Werkbank kopieren können, oder? Ich mache das so selten. Also, ja, können wir einfach kopieren. Nice. Und diese wunderschönen Banner können wir dann hier jetzt drin verteilen. Zum Beispiel hier zwischen. Das sind doch super Stellen. Ja, und diese Wand hier auch, denke ich. Wir könnten da vorne auch, damit es hier oben ein bisschen gefüllter ist, hier nochmal die Dinger hinbringen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist super so. Ja, und jetzt haben wir hier doch eine wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne Abenteurergilde mit den zwei fetten Streitkolben. Vorne dran den Streitkolben auf den Arm aus, den sie drin und jede Menge schönen Bannern drin. Ja, das gefällt mir ganz gut. Wir gehen nochmal rauf. Ah, hier sind noch ordentlich viele Banner. Ja, könnten vielleicht ein bisschen weniger sein. Weiß ich nicht. Ich finde es gerade ganz okay so. Hier können wir auch nach wie vor raus auf die Chill-Ecke. Und ja, haut mir bitte unbedingt eure Meinung zu den Sachen mit den Armor Stands und den Displays hier, den Kolben hier vorne raus. Ja, und dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Ich bedanke mich ganz besonders bei den Kanalmitgliedern für die Unterstützung. Abo und Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.